Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute packen wir die Little Nightmares 2 TV Edition aus. So, wir haben die jetzt erstmal hier aus der Folie rausgenommen und jetzt zeige ich die mal hier von allen Seiten. Nehmen wir mal hier den Schuber ab, legen die hier beiseite. So, dann gucken wir mal hier auf den Inhalt. Eine Figur, die sieht schon mal ganz gut soweit aus. Dann nochmal hier die Verpackung von allen Seiten ohne den Papierschuber. So. Dann machen wir das Ganze erstmal hier auf und holen mal das Zeug heraus. Der Karton ist ein bisschen nicht so stabil wie gedacht, aber ansonsten ein Steelbook dabei. Dann haben wir hier die verschiedenen digitalen Codes in dieser Verpackung drin. Dann haben wir hier das Artbook mit dabei. Und dazu ein Diorama-Hintergrund. Die Figur an sich selber. Ja, das ist jetzt hier soweit der Inhalt. Hier das Artbook zu sehen. Zwar kein Hardcover, aber okay. So, dann haben wir hier noch ein paar Sticker. Und hier nochmal das Steelbook zu sehen. Machen wir mal auf. Da haben wir dann den Digital Soundtrack drinne. So, holen wir mal die CD heraus. Wenn es funktioniert. So, okay. So sieht das dann von innen aus. So, dann kommen wir jetzt mal hier zu der Verpackung mit den digitalen Codes drin. So sieht das dann von vorne und hinten aus. In so einem Pappe-Ding drin. So, dann haben wir hier einmal den PC-Download-Code. Und dann haben wir hier einen digitalen Code für Sachen runterzuladen. Und noch die digitale Deluxe Edition. So, ja, das war dann jetzt hier so alles, was dabei war. Kommen wir jetzt mal hier zur Hauptfigur. Die holen wir jetzt mal hier aus diesem Blister-Kram heraus. So. Wirkt mal sehr wertig, das Ganze hier. Sieht auch sehr schön aus. Die Größe ist auch ganz okay. Hätte vielleicht etwas größer sein können. So sieht das Ganze jetzt mal hier von unten aus. Auch nochmal ein Schriftzug drauf. Und hier das Diorama nochmal dazu. Und dann stellen wir mal die Figur davor. So kann man sich das schön ins Regal stellen, wenn man Bock drauf hat. So, dann kommen jetzt noch ein paar Eindrücke von der TV Edition. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder und bis dahin schon mal auf Wiedersehen.